Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz easy den Kommandant Nihal töten könnt. Ich werde das Video so kurz wie möglich halten, Leute. Komme ich direkt zur Sache. Ihr braucht auf jeden Fall einen Bogen und eine Menge Pfeile, Leute. Dann starten wir von der Kirche der Finsternisgnade und dann folgt einfach denselben Weg, den ich gehe, Leute. So, an dem Ritter hier schleichen wir vorbei nach rechts und klettern hier die Leiter hoch. Und den Weg da oben lauft ihr einfach komplett geradeaus. Am Ende sind Fässer. Da duckt ihr euch einmal hin und wartet, bis der Hund vorbeiläuft. Von dort aus müsst ihr dann hier nach rechts oben. Und von hier aus macht ihr genau dasselbe Weg. Ihr springt hier rüber. Springt dann nochmal hier drauf. Dann dort rüber. Und hier bleibt ihr jetzt stehen, Leute. Jetzt müsst ihr manuell mit dem Bogen zielen. Hier durch diese kleine Lücke. Und dann trifft ihr auch den Boss. Das dauert erstmal ein paar Pfeile, bis ihr genau dieses Loch trifft und den Boss trifft. Aber wenn ihr das dann einmal habt, könnt ihr einfach dann R1 spammen oder R2, je nachdem welchen Pfeil ihr schießt. Und wenn ihr den Boss dann getötet habt, Leute, dann kriegt ihr auch direkt die Veteranenprothese. Und wenn ihr jetzt zum Bossraum geht, dann seht ihr, dass die Tür offen ist und die Gnade dort gespawnt ist. Wenn ihr den Weg noch geradeaus weiterläuft, dann kriegt ihr noch die Hälfte eines Medaillons. Und ansonsten war es das mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Leute. Falls ja, lasst doch ein Like da und schreibt mir in die Kommentare. Und falls du in Zukunft nichts mehr verpassen willst, kannst du jetzt gerne ein kostenloses Abo dalassen und die Glocke aktivieren, um immer auf den neuesten Stand zu bleiben. Viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.